denken die, die sind super cool auf YouTube. Familie Vogel sind die coolsten, das sag ich dir. Mir gefällt's hier ziemlich gut. Du hast mir aber versprochen, dass wir hier eine Dirt Me City Familie Wolke finden. Und weißt du was? Die kriegen so richtig Prügel von mir. Wo sind sie? Ha? Keine Ahnung. Hanna! Du hast gesagt, sie sind hier. Nein, ich weiß es nicht. Hm? Oh, so war das aber nicht geplant. Naja, du kannst doch nicht davon ausgehen, dass du einfach hierher kommst und sie dann direkt findest. Vielleicht müssen wir mal fragen. Hanna, du hast gesagt, sie wohnen hier in Adopt Me City. Sie wohnen auch hier. Wir sind extra aus Playmobil City hier hingekommen und ich sehe keinen von dieser Familie Wolke. Sie wohnen auch hier in Adopt Me City. Die sind super cool auf YouTube. Familie Vogel sind die coolsten, das sage ich dir. Ja, Julian, ich weiß das doch. Aber trotzdem kannst du nicht einfach hierher kommen und davon ausgehen, dass du sie sofort findest. Oh, doch. Nein, guck doch mal, wie schön das hier ist. Da hinten ist, glaube ich, sogar ein Zeltplatz, habe ich gesehen. Ja, super. Lass uns da mal gucken, ob sie vielleicht da sind. Oh, ich sag dir ganz ehrlich, Hanna, das gefällt mir gar nicht. Mir gefällt's hier ziemlich gut. Du hast mir aber versprochen, dass wir hier eine Dirt Me City Familie Wolke finden. Und weißt du was? Die kriegen so richtig Prügel von mir. Okay, willst du die wirklich verprügeln? Aber nein, das schaffe ich sowieso nicht. Aber ich habe gehört, es gibt da so einen Baby-Kahn und der macht mir Konkurrenz auf YouTube. Und das möchte ich nicht. Ach Julian, so nervig wie du ist keiner. Mach dir da mal keine Sorgen. Und warum hast du Emma nicht mitgebracht? Ach, keine Ahnung, weil die zu klein ist, um hier rumzurennen. Außerdem habe ich Angst, Hallöchen, dass dir was passiert, wenn du hier... Baby Kahn! Hallo! Ich schrei doch nicht so rum, sonst wissen die doch direkt, was du vorhast. Also ich muss schon sagen, Playmobil City ist viel cooler als Adopt Me City. Findest du? Also ich finde es hier schon auch ziemlich cool. Ja, war klar, weil du langweilig bist, Hanna. Ach, Julian. Du bist langweilig, genau wie diese Stadt hier. Ich habe Hunger. Können wir uns was zu essen holen, bitte? Ich weiß doch gar nicht, wo es hier was zu essen gibt. Wollen wir mal irgendjemanden fragen? Ja, ich glaube, da hinten war ein Supermarkt. Also die haben hier zwar nicht so eine coole Shopping-Mall wie bei uns in Playmobil City, aber immerhin haben die einen Supermarkt. Aber guck mal, die haben hier so einen richtig schönen See. Nicht? Och, nö, das ist doch kein See. Was ist das denn dann? Keine Ahnung. So, ich will jetzt hier ein Energy auf jeden Fall. Oh, guck mal, der Kuchen sieht ja toll aus. Ja, dann schnapp dir einen. Oder schmeckt doch total gut, du musst den mal kosten. So, und ich will eine Wassermelone. Boah, $2 kostet das. Hallo, Herr Justin. Wer bist du denn, Justin? Weißt du was, Justin? Bist du Julian, der Cousin von Baby Kahn? Hanna, lass mich in Ruhe, ich muss kurz mit ihm sprechen. Kennen Sie eine Mama Danja und einen Baby Kahn? Ich bin Julian Vogel. Und falls du die mal hier in Adopt Me City siehst, ne, dann sag auf jeden Fall, dass ich ein Wörtchen mit denen zu sprechen habe. Aber vielleicht, damit das klar ist. Vielleicht kennen die uns ja gar nicht. Na gut, ja. Eigentlich müssen sie uns kennen. So. Ich habe gehört, hier gibt's auch eine Schule. Wollen wir uns die mal angucken? Du willst in die Schule gehen? Hanna, wann will ich in die Schule gehen? Ja. Niemals, aber ich will halt gucken, ob die cooler ist als unsere. Ich bin mir ja da... Naja. Also viel schlimmer... Nein, weißt die ist bestimmt nicht so cool wie unsere. Ja, natürlich ist sie nicht so cool. Alleine schon aus dem Grund, weil Herr Chillig nicht da ist. Ja, Herr Chillig ist Frau der Coolste, sage ich dir. Und Frau Chillig, aber... Ja, kannst du mal sehen. Ich will nicht da rein. Hör doch auf! Vielleicht ist Baby Kahn hier. Hallo? Baby Kahn? Hallo? Wo bist du? Hallo? Und warum haben arbeiten hier alle Haustiere eigentlich? Hallo, arbeiten Sie hier? Wo ist Baby Kahn? Wir suchen nach Mama Danja und nach Baby Kahn. Ach so, die wohnen auch hier in der Gegend? Oh. Gut zu wissen, okay, gut zu und wissen. Wo können wir das, finden wir das? Das größte Haus. Hast du das gehört, Julian? Sie haben das größte Haus. Was? Die haben ja das allergrößte Haus hier. Hanna. Ja. Hanna, das ist bestimmt nicht so cool wie unsere Luxusvilla. Guck mal. So cool wie unsere Luxusvilla ist gar nicht. Guck mal, Julian, hier gibt's Haustiere. Ja, habe ich auch schon gemerkt, habe ich gerade gesagt, aber du hörst mir nicht Drache zu. Und was macht der Weihnachtsmann hier? Hey, was? Warum warst du dieses Jahr so spät erst in Playmobil City? Willst du Ärger? Julian, hör auf, dich hier mit jedem anzulegen. Dann schmeißen wir oh, uns guck doch mal raus. Guck mal, die haben einen Spielplatz. Oh, ich hoffe, der große Julian ist nicht hier. Ein Spielplatz? Oh, der will mich wahrscheinlich bestimmt wieder ärgern. Guck mal, hier ist ein Zeppelin. Oder ein Heißluftballon. Ja, weißt du was? Damit kannst du zurück nach Playmobil City reisen. Hallo, warum soll ich denn damit zurückreisen? Hanna, ich habe dich heute nicht gezwungen, hierhin mitzukommen. Ja, aber ich du wollte trotzdem mit hierher kommen. Außerdem muss ich ja wohl darauf aufpassen, dass du der Familie Wolke Du musst nicht antun. Auf mich aufpassen. Ich bin doch kein kleines Kind mehr. Ach, Hallöchen. Ich bin doch kein kleines Kind. Nein, bin ich nicht. Naja. Also, ich sehe Baby Kahn Hast hier immer Mama noch nicht auf dem Papa Spielplatz. Hast du Mama eigentlich Bescheid gesagt? Natürlich habe ich Mama und Papa Bescheid gegeben. Glaubt ihr das nicht?
Ja, dann glaubt mir das halt nicht. So, guck mal, hier ist ein Babyshop, da kannst du rein. Vielleicht ist doch... Oh, da ist doch bestimmt Baby Khan. Das glaube ich nicht. So wie... Oh, doch. Hey, Edda, ist Baby Khan hier? Oh, da hinten kann man ja in einen Whirlpool, das ist ja toll. Julian, guck mal. Wo? Guck mal, hier hinten, da ist so eine heiße Quelle. Das ist Warum haben die hier sowas und wir in Playmobil City nicht? Ja, also das weiß ich auch nicht, Julian. Das sollten wir unbedingt ändern. Warum haben alle hier so viele Haustiere? Ich will auch ein Haustier. Dann hol dir doch eins. Ja, ich habe kein Geld. Oh, das Wasser sieht aber echt schön aus hier. Aber das ist nicht unsere Mission, Hannah. Unsere Mission ist es, Baby Khan zu finden. Ich muss das mit ihm klären. Wir sind die einzige Familie auf Playmobil. Auf Playmobil, sage ich schon. Auf YouTube. Meinst du? Ja, also es gibt noch viele andere Familien. Aber nicht in unserem Universum. Aber hast in unserem Universum gibt es nur Familie Vogel. Aber hast du sie denn jetzt schon gefunden? Oder Hannah? Ja. Sehe ich so aus, als hätte ich sie gefunden? Ehrlich gesagt, mich zu nerven. Sieht einfach nur ein bisschen blöd aus. Ja, das sagt die Richtige mit dieser Frisur. Tja. Diese Frisur hast du seit 10 Jahren. Na und, du hast auch deine Frisur seit 10 Jahren. Du bist noch gar nicht 10. Ich brauche jetzt erstmal was zu trinken. Du bist erst 2,5. Oh, 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 oh. Guck mal, oh, komm mal hier rein. Pizzeria. Was denn? Hm? Kann ich dir mal was zeigen? Was denn? Komm mal rein hier, wo man was zu trinken holen kann. Hier sind ganz viele Bienen. Oh, ich will nicht, von der Biene gestochen werden. Guck mal, diese Tasse ist hier kaputt. Also, ich glaube, ich hatte was gemacht? In den Nachrichten gehört. Ich hatte was in den Nachrichten gehört, auch bei uns in der Schule, dass es in der Dot Me City bald irgendwas gibt. Aber das weiß ich nicht. Meinst du, dann hat sich doch das Problem bald erledigt. Das heißt, wir können doch jetzt einfach unseren Urlaub in der Dot Me City genießen und dann geht der Dot Me City Nein, das alleine tun wir nicht. Kaputt. Hannah, wir müssen heute wieder nach Hause. Sonst kriege ich wieder Ärger vom Papa und du auch. Hast du und doch von Mama Bescheid auch. Gesagt? Ich hab's doch gesagt. Sei ruhig. So, ich will jetzt ein Eis. Oh, hier gibt's dann... Pinguine. Guck mal, wie süß die sind. Hannah. Ja. Nicht ablenken. Jetzt komm mit. Ich glaube irgendwie, dass hier gar keine Leute wohnen. Wir waren ja auch noch gar nicht in der Nachbarschaft. Ach so, ja, da kommt Guck, siehst du? Siehst du die ganzen Häuser hier? Und was ist jetzt das Haus von Mama Danja? Hast du gehört? Vielleicht ist dieser Babykahn auch da drin. Dieser Fissi hat gesagt, das größte Haus gehört Mama Danja. Hm. Guck mal, hier sind ganz viele Autos. Vielleicht hier. Oh, guck mal, da steigt ja eine richtig fette Party. Ja. Also hier steht Danja. Vielleicht ist es das. Das ist bestimmt das Haus von Mama Danja. Oh, ich komm nicht rein. Kommst du rein? Ich bin drin, ja. Du musst einfach nur jetzt die Tür aufmachen. Babykahn! Wo bist du? Hallo. Hier ist Julian Vogel. Mama Danja. Und wir müssen was klären. Hier sind Hannah und Julian Vogel und wir wollen gerne mit euch sprechen. Boah. Hannah, guck doch mal, die haben ein Kino hier im Haus. Sollten wir vielleicht Mama und Papa auch sagen, dass wir ein Kino im Haus brauchen? Du brauchst doch überhaupt gar kein Kino. Natürlich, man braucht immer ein Kino im Haus. Ach, was ist das denn bitte? Ich hätte lieber den Whirlpool. Ich muss jetzt erstmal auf Klo. Ich war den ganzen Tag schon nicht auf Klo. Julian, also ein du kannst doch nicht einfach bei fremden Leuten aufs Klo gehen. Oh doch, das kann ich. Und sowas von... Oh Mann, ey. Hast du jetzt diesen Baby Khan gefunden? Nein, ich habe das Gefühl, was ist das überhaupt für ein Name? Baby Khan. Warum heißt der Baby Khan? Keine Als Ahnung. Als ob nicht Khan vielleicht reicht. Vielleicht ist er ein Baby und vielleicht heißt er Khan. Hm. Und was ist hier? Oh, ich glaube, das ist ein Was ist das denn für ein Zimmer? Das ist aber cool. Boah, guck mal. Ey. Guck mal, man kann hier direkt in den Pool springen. Also das könnte ich aber auch gebrauchen. Los, Julian, Boah, du gehst ist das cool. Also ich muss schon sagen, die Mutter von diesem Baby Khan hat ein echt cooles Haus. Aber wo ist denn sein Haus? Die sind hier nicht zu Hause, die haben wahrscheinlich Angst vor mir, weil sie gehört haben, dass Familie Vogel nach Adopt Me City kommt. Das haben sie die würden sich niemals gehört. Nach Playmobil City trauen. Ja, bestimmt haben sie das gehört. So. Julian, wo bist du denn jetzt hin? Julian! Ich such das Haus von diesem Khan. Julian! Hannah, lass mich in Ruhe. Boah, ich habe keine Lust jetzt auf Hannah. Julian, wo bist ich glaube, du denn das hin? Das ist das Haus von diesem Khan. Oh nein. Ich habe das Haus von diesem Khan gefunden. Julian, wo ist denn das Haus? Ich finde dich nicht. Julian? Ich habe jetzt eine Mission. So. Julian? Baby Khan, wo bist du? Ich habe was zu klären und... Wow. Julian! Hallo? Der hat ja ein cooles Gaming-Zimmer. Aber hier steht nicht Khan. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und was ist das hier? Ah, okay, das gehört wahrscheinlich der Mutter. Und warum haben die überall hier Donuts stehen? Gut, dass Emma nicht dabei ist.
glaube, das würde sie nicht so feiern. Also, sie würde wahrscheinlich die ganze Zeit die Donuts hier essen. Julian? Was? Julian, wo bist du denn? Ich bin ganz alleine hier und ich kenne mich hier gar nicht aus. Hanna, du nervst. Du nervst. Ehrlich, du nervst so richtig. Kahn-XY2. Oh, was hat der für ein Pool hier? Warum haben die hier so viel Geld? Ich würde auch gerne einen Pool haben bei mir zu Hause. Also wir haben zwar einen Pool, ich aber ich Hanna muss hier mit Vogel. Allen teilen. Hallo, ich bin Hanna Vogel und ich suche meinen Bruder. Ja, du musst dich nicht immer vorstellen. Ich bin hier. Guck mal, was für ein Ach, Pool ja, der hat. Ja, noch Mann, du kannst... Warum hat der so viel Geld? Hör doch auf hier ständig, der gehört nicht dir. Ja, aber ich wollte das mit denen klären. Es gibt nur Familie Vogel und nicht Familie Wolke. Offensichtlich gibt's die hier. Hast du sie schon gefunden? Nein, ich habe sie nicht gefunden. Wahrscheinlich, weil sie Angst haben vor mir, ne? Wahrscheinlich. Sie haben Angst vor mir, natürlich. Jeder hat Angst vor Julian Vogel. Ja, du bist ich hätte auch vor mir Angst, wäre ich nicht ich selber. Guck mal, wie viele Wohnungen er hier hat. Schon ziemlich viele. Ich gehe jetzt nochmal auf die Adoptionsinsel. Guck mal, vielleicht können wir uns hier ja eine Ferienwohnung einrichten. Ja, wenn du das... Mama und Papa wollen bestimmt hier hinziehen. Ich will hier nicht hinziehen. Ich bleib in Playmobil City. Also mir gefällt es ja auch gut in Playmobil City, aber wir können doch hier in den Urlaub hinfahren. Nein, ich will nach Play Mallorca oder vielleicht nach Play Kreta. Okay. Aber nicht hierhin. Hey, habt ihr diesen Kahn gesehen? Kennt ihr Baby Kahn? Mhm. Dann nicht. Wahrscheinlich sind das Freunde von dem großen Julian oder Nils Schnösel wahrscheinlich. Oh. Ja, gut, dass Tessa und Nils nicht dabei sind. Oh, was ist das denn? Ein Geisterhäschen. Oh, das ist aber gruselig. Ich will das jetzt klären. Es gibt nur Familie Vogel und nicht Familie Wolke. Wo bist du denn jetzt schon wieder, Julian? Julian! Ich glaube, ich fahre wieder nach Hause. Es ist dunkel. Ja, mach das. Weißt du, du bist wie so eine Babysitterin. Naja, wenn du immer du willst mich immer kontrollieren. Nein, ich will einfach nur wissen, wo du bist. Ich bin hier wieder auf dieser Insel, also im Zentrum. Julian! Oh, so wird das ja nichts. Weißt du was? Ich fahre nach Hause. Wir machen das, wir sind im 21. Jahrhundert. Ich werde einen Brief schreiben, okay? Eine E-Mail schreiben, okay? So machen wir das. Hast du denn die E-Mail-Adresse? Ich schreibe ihm eine E-Mail. Ja, ich gehe jetzt zu seinem Lehrer. Toll. Und der wird dir die einfach geben. So, hallo? Ich brauche die E-Mail-Adresse von, nicht von Julian Vogel, das bin ich. Von diesem Baby Kahn. Wie? Ich will die aber! Boah, dann nicht. Sagen Sie diesem Baby Kahn, dass ich bald zurückkomme und dann klären wir das. Familie Vogel gegen Familie Wolke. Mal gucken, wer gewinnt. Und bis dahin sehen wir uns in Playmobil City. Tschüss. Tschüss. Kennst du den denn? Ist der bei dir? Nein, ich kenne ihn nicht, aber Baby Claudio kennt ihn anscheinend und er fordert mich heraus. Ich weiß zwar nicht zu was, aber... Was sind die denn? Und wer ist denn dieser... Wie heißt der? Julian? Hey Leute! Was geht? Baby Kahn hier mit... Der Allerbesten! Mama Danja. Hallöchen. Hallöchen, na, alles klar bei dir? Bei mir immer. Und bei dir? Ja, auch alles gut. Mama Danja, bist du zu Hause? Natürlich. Okay, ist sehr alles gut. Ist okay? Du klingst etwas besorgt. Nein, es ist alles okay. Ich muss einmal nur kurz, also ich mache mich nur kurz auf die Suche nach Claudio, okay? Zu Baby Claudio. Ich muss einmal kurz was gucken. Aber ich komme gleich zu dir nach Hause. Ich muss was mit dir klären, okay? Okay. Aber nichts Schlimmes, wirklich. Okay, wenn es nichts Schlimmes ist, dann bin ich ganz beruhigt. Okay, also, Leute, ich habe so eine komische Nachricht von Baby Claudio bekommen. Also nicht von ihm und... Oh, sein Haus sieht aber ziemlich cool aus. Hallo Baby Claudio! Hey Leute, vielleicht kennt ihr das Roblox-Star-Programm. Da sind wir auch Teil von. Ihr könnt einfach, wenn ihr sowieso schon Robux kauft, nachdem ihr das Einverständnis eurer Eltern bekommen habt, hier klicken, den Code Spiel mit eingeben, den hinzufügen und dann unterstützt ihr uns. Oh, du hast einen Otter. Also, ich habe ja eine Nachricht von dir bekommen und... Also... hast du was damit zu tun oder solltest du dir... Nein? Okay. Du kennst ihn gar nicht? Aber warum hast du mir das dann weitergeleitet? Ja, okay. Du bist dir aber sicher, dass das an mich gehen sollte, ne? Ja, ich habe mir die Nachricht angehört, aber trotzdem. Gut, okay, alles klar. Hm. Also Leute, ich muss euch das jetzt auch erstmal noch sagen. Ich gehe jetzt kurz in die Schule. Vielleicht, ach, hallo Baby Kahn. Hallo Mama auch Danja. Mal wieder Baby Claudio besuchen. Ja, mach das. Ich muss kurz zur Schule, okay? Mhm. Ich nehme Horst mit. Also, ach, Leute, schön.
ich habe eine Nachricht bekommen von Julian Vogel. Kenne ich nicht. Der war wohl hier in Adopt Me City. Und bevor ich jetzt zu viel erzähle, zieht euch jetzt erstmal diese Nachricht rein. Er hat so eine Videonachricht für mich aufgenommen. Und also, und Bibi Claudio war dabei. Und das hat er dann an mich weitergeschickt über WhatsApp. Aber schaut's euch an. Hey, hey, ich bin's, Julian Vogel. Kahn? Bibi Kahn, das ist meine Nachricht an dich. Ich habe gerade mit diesem nervigen Claudio hier gesprochen und er meinte, dass er dir diese Nachricht weiterleiten kann. Also, ich bin Julian Vogel und ich war auf der Suche nach dir und ich bin auch bei dir hier zu Hause, aber du bist gerade nicht zu Hause. Deswegen, meine Nachricht an dich. Komm mal nach Playmobil City. Nicht hier in Adopt Me City, sondern komm nach Playmobil City und wir klären das, wer die coolste Familie auf YouTube ist. Familie Wolke oder Familie Vogel? Weil ich habe ein paar Videos von euch gesehen und... Nun gut, es ist schon ziemlich cool, aber ich glaube, wir sind cooler. Und wenn du das klären möchtest, ich war hier in Adopt Me City. Jetzt musst du nur noch nach Playmobil City kommen, okay? Und ich muss sagen, du hast ein ziemlich cooles Haus, aber unsere Luxusvilla ist viel cooler. Und ich wollte dir nur sagen, dass der nervige Claudio echt nervig ist. Also sag ihm bitte, er soll mich nicht mehr anrufen. Tschüss. So, und also, versteht ihr es? Also, was will der denn von mir? Was meint er mit Familie auf YouTube? Also ich habe schon gehört, dass das ein oder andere Video irgendwie oder von unseren Pets auf YouTube gelandet ist. Und unsere TikTok-Videos. Aber wie das jetzt alles passiert ist, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich weiß ja, dass ihr immer zuschaut und alles, aber ich dachte, nur wir, also unsere Freunde gucken sich das an. Anscheinend er auch. Und er meinte, wer ist die beste Familie auf YouTube? Ich meine, kennt ihr Familie Vogel? Also mir sagt das gar nichts. Also sind das auch alles Pets? Also sind das Vögel? Versteht ihr, was ich meine? Und also, wenn das so eine Haustierfamilie ist, also so sah er zumindest nicht aus, dann ist das sehr cool. Und ich weiß gar nicht, wo Playmobil City ist. Also ich habe auch bei Oma Olivia nachgefragt. In Brookhaven ist das nicht. Auch nicht in Bloxburg. Und deswegen weiß ich nicht, wo das ist. Mr. Fissy, wissen Sie, wo Playmobil City ist? Ach, ihr Bruder wohnt da. Wie heißt der? Herr Chillig? Ach, der ist auch Schuldirektor? Oh, okay. Ja, ich grüße ihn mal, wenn ich da bin. Falls ich da überhaupt hingehen sollte. Shane, weißt du, wo Playmobil City ist? Kennst du... Ach, da gibt's einen Zoo? Okay. Gut. Schau ich vielleicht mal vorbei. Okay, aber... Also, ich weiß nicht, ob ich da hingehen soll, Leute. Schreibt mal bitte in die Kommentare. Soll ich mal, also, Julian Vogel besuchen oder nicht? Hey, Mama Danja! Hey, Baby Kahn! Mama Danja? Ja? Ich muss was mit dir besprechen. Können wir einmal zu dir nach Hause? Ja, klar. Komm mit. Woo! Wenn du mir nachkommst. So, was zu trinken für dich, Horst. Bitteschön. Ja, ich komme sofort. Wir müssen was ganz Wichtiges klären. Okay. Aber immer noch nichts Schlimmes, ja? Nein, Mama Danja, wirklich nichts Schlimmes. Vielleicht kannst du mir sogar weiterhelfen. Mann, ey, immer dieser blöde Baum. Ich hab das schon so oft gesagt, dass dieser Baum hier weg muss. Der steht ständig bei mir auf dem Parkplatz. Ist doch einfach nur anstrengend. Leute, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Also, soll ich nach Playmobil City oder nicht? Ich hab ein bisschen Angst. Was, wenn er mich veräppeln will? Und steht ihr? Also, Mama Danja, ich mach... kannst du mich reinlassen? Klar doch. Dankeschön. Wo bist du? Oben im Haustierzimmer mit Fiona. Ja, ich komme mit Horst und dann müssen wir das klären, okay? Okay, aber es ist immer noch nichts Schlimmes. Nein, Mama Danja, es ist nichts Schlimmes, wirklich nicht. Ich muss ja mal fragen. Hoffe ich zumindest. Also warte. So jetzt okay. Erzähl mir von deinem Koma. Ja, warte. Horst muss erstmal was trinken. Also können wir vielleicht in mein Zimmer dafür... Können das unsere Pets nicht hören? Nein, sollen sie nicht. Nicht, dass sie Angst bekommen. Also setz dich ruhig hier hin. Oh Gott, dafür muss ich auch noch sitzen. Ja, also, es ist so. Hast du mit Baby Claudio gesprochen? Nein, ich habe ihn nur kurz tanzen gesehen und dann dachte ich, okay, dann muss ja alles gut sein. Gut, ich schicke dir jetzt eine Nachricht über WhatsApp und dann kannst du was dazu sagen, okay? Okay. Gut, ich schicke sie dir jetzt. Einen Moment. Du Baby Claudio. Also, ja. Kennst du den denn? Ist der bei dir? Nein, ich kenne ihn nicht, aber Baby Claudio kennt ihn anscheinend. Und ich weiß jetzt nicht, also weißt du, wo Playmobil City ist? Ja, aber das ist super weit weg. Also wirklich extrem weit weg. Er fordert mich heraus. Ich weiß zwar nicht zu was, aber ich wusste auch nicht, dass wir auf YouTube sind. Was? Ja. Kenn ich nicht. Ja, ganz komisch. Aber... Wer sind die denn? Und wer ist denn dieser
wie heißt er? Julian? Nein, Julian. Julian Ach, Vogel ja, heißt er. Ich kenne den auch nicht. Sind das Pets? Ja, ich dachte auch, das sind erst Pets oder so. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir wirklich nicht sicher. Ist ein bisschen komisch. Also deswegen wollte ich dich fragen, ob es okay wäre, wenn du mich... Also, oder wenn ich alleine nach Playmobil City fahre. Du fährst doch nicht alleine zu irgendwelchen fremden Pets oder was auch immer. Das ist nach Adopt Me City. Bist du verrückt geworden? Kannst du vielleicht nicht da mal anrufen? Sind die vielleicht nicht im Telefonbuch oder so? Bitte. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt unsere Sprache... Also, ja, natürlich sprechen die unsere Sprache. Du hast doch die Nachricht gesehen. Da hat er die Nachricht geschickt. Ja, das stimmt natürlich, aber... Guck mal, ob du eine Familie Vogel finden kannst. Ich bin wohl dabei, aber ich rufe dort mal an, ja? Also ich guck mal, ob ich überhaupt was finde. Wo ist denn hier das Telefon? Oh, hier. Und? Gibt es die Familie Vogel? Vogel, V. Und? Nein, das ist Vogelsang. Vogel. Wer ist dieser Julian Vogel und warum fordert der mich heraus? Ich hab doch nichts gemacht. Vogel, ich hab's gefunden. Vogel in Playmobil. Aber da ist nicht Julian, da steht Claudia. Ja, ruf doch trotzdem vielleicht an. Vielleicht sind die verwandt oder so. Okay. Vielleicht ist das die Mutter oder keine Ahnung, der Vater. Okay, ich ruf da mal an. Oh, warte, Claudia? Vielleicht ist das Claudio. Vielleicht ist er verwandt mit Julian. Meinst du, dass der... Aber dann hätte er dir das doch gesagt, oder? Ja, aber vielleicht wollen die mich veräppeln. Okay, ich rufe an. Ja, hallo? Ja, schönen guten Abend. Ja, das ist ein komischer Anruf. Ich weiß, Sie kennen mich wahrscheinlich auch gar nicht. Also mein Name ist Mama Danja und ich lebe in Adopt Me City. Ja, genau, und zumindest hat mein Kind irgendwie so eine komische Drohnachricht bekommen von einem Julian-Vogel. Ist Ihr Kind, ja? Ja, was fällt Ihnen denn eigentlich ein, so Nachrichten hier zu hinterlassen? Waren Sie aber da dabei ja oder so, war das Kind... Sei jetzt nicht so. Oder war das Kind unbeaufsichtigt einfach hier alleine? Ja. Oh, jetzt fängt Mama dann hier schon... Ach nein, das ist aber schon ganz schön, das ist ja schon ein Ding, ne? So ein unbeaufsichtigtes Kind einfach so weit zu schicken. Mama Danja, hör auf damit! Alleine. Ach, aber mit seiner großen Schwester? Und wie alt ist die? Ach ja, schön, zwei unbeaufsichtigte Kinder, jawoll! Ja, nein, das ist nicht gefährlich in Adopt Me City. Und ich hoffe, das wird's auch nicht. Sind die beiden wieder zu Hause? Aber, also hören Sie mir zu. Das ist ja in Ordnung. Ich will mich da gar nicht einmischen, ne? Aber wenn mein Kind doch mal so eine Drohnachricht erhält, dann fahren wir mal nach Playmobil City. Mama Danja, kannst du jetzt mal bitte auflegen? Es reicht jetzt. Psst! Ja, ja. Okay. Vielen Dank, Frau Vogel. Ja, es war mir eine Freude. Tschüss! So, Mama Danja, was ist denn jetzt los? War es die richtige Familie? Ja, also es war die richtige Familie und dieser Julian ist das Kind von dieser Claudia. Und soweit ich das jetzt rausgehört habe, sind das auch keine Pets, sondern ich glaube, das sind auch Menschen. Okay, gut zu wissen. Komischer Name. Ja, fände ich auch. Ganz seltsamen Namen. Okay, und worum geht's jetzt in der Nachricht? Kann ich jetzt nach Playmobil City oder nicht? Du fährst bitte nicht dahin. Dieser Julian ist anscheinend neidisch, weil die sind auf diesem YouTube und dieser Julian findet das doof, dass wir halt auch erfolgreich sind auf diesem YouTube. Obwohl wir gar nicht da sind. Hä? Was will der denn von uns? Der will anscheinend, dass wir nicht mehr auf YouTube sind. Der will uns da vertreiben. Leute, also... Hä? Wir sind doch nicht auf YouTube. Das ist doch nur ein Video für unsere Freunde. Ja, dachte ich auch. Okay, komisch. Also, okay, also Mama Danja, ey, du erlaubst mir jetzt nicht nach Playmobil City zu fahren, ne? Nein, definitiv nicht. Okay, da werde ich mich natürlich dran halten. Du, ich habe jetzt auch Bauchschmerzen und ich will jetzt nach Hause, okay? Okay. So, wir sehen uns später. Aber danke, dass du angerufen hast. Du bist hier zu Hause. Ja, in mein Zuhause. Ach, Baby Khan. Aber danke, dass du angerufen hast. Ja, klar. Okay, ich muss das jetzt noch mal kurz mit Baby Claudio klären, weil ich werde definitiv nach Playmobil City fahren. Jetzt komme ich auch schon durcheinander. Ich werde auf jeden Fall dahin fahren und möchte das mit diesem Julian Vogel klären. Was fällt dir eigentlich ein? Hä? Gut, du willst es wissen? Baby Khan zeigt dir, wer der Beste ist. Und zwar Baby Khan. So, wo ist Baby Claudio? Baby Claudio, du, hat er dir auch eine Adresse hinterlassen? Luxusvilla. Wo?
in der Nähe von Kita Sonnenschein? Ich soll nach Emma Vogel fragen. Okay, alles klar. Danke. Okay, Leute. Ich werde morgen früh definitiv einmal kurz nach Playmobil City fahren. Ich meine, ich werde das mit Mr. Fissi klären, weil er hat ja anscheinend einen Bruder in Playmobil City. Herr Chillig heißt er wohl. Und bei dem werde ich mich melden. Vielleicht kann der mir was organisieren. So, aber dafür muss ich jetzt erstmal zur Schule. Horst, du unterstützt mich, oder? Ich glaube schon. So, ich kläre das jetzt mit Mr. Fissi und dann geht es nach Playmobil City. Ich kläre das. Also anscheinend ist das eine große Familie, Familie Vogel. Ich meine, ich will keinen Stress. Aber wenn er Stress haben will, dann bekommt er Stress. Mr. Fissi, kurze Sache. Achso, ja, ich darf hier nicht fliegen, Entschuldigung. Ja. Kurze Sache, also wäre es okay, wenn Sie vielleicht bei Ihrem Bruder in Playmobil City anrufen und... Nun ja, wie soll ich sagen? Ich würde gerne die Schule da besuchen. Als Schulsprecher hier würde ich mir vielleicht ein bisschen Inspiration da holen. Oh, super. Ach, holt er mich ab? Ach, ein Bus fährt mich dahin morgen? Okay, cool. Danke. Ja, ich weiß, ich bin Vorbild. Okay, komm mit, Horst. Okay, gut. Babykahn. Hey, Mama Danja, ich habe Bauchschmerzen. Ja, aber ich, warum ich wollte trotzdem nicht bei zur Schule. Du kannst auch bei Mr. Fissi jetzt einmal fragen. Ich muss morgen früh einmal auf den Schulausflug. Auf den Schulausflug? Okay, ich frag ihn. Frag ihn jetzt nicht wohin. Ich muss irgendwelche Zettel unterschreiben. Hallo, Mr. Ich glaube nicht. Baby Khan hat gerade gesagt, dass ihr morgen einen Schulausflug macht. Aber ich würde darüber schon gerne ein bisschen eher informiert werden. Weil, also ich finde, das solltet ihr schon vorher mitteilen. Schon alleine auch für die anderen Eltern, die halt nicht jeden Tag hier sind. Da ist das schon... Wo geht's denn überhaupt hin? Mama Janja, ist gut jetzt, oder? Guck, siehst du, es geht auf den Schulausflug. Bimmi Khan? Ja? Was hatten wir besprochen zum Thema Lügen? Was? Was hatten wir zum Thema Lügen nochmal besprochen? Also, wieso denn? Wo geht's denn morgen hin auf dem Schulausflug? Ja, weiß ich nicht. Was hat dir denn Mr. Fissi erzählt? Was meinst du denn, was er mir erzählt hat? Also, dass wir nach Playmobil City fahren? Aha. Ja, aber das ist ja... Nein, ich will nicht zu diesem Julian. Und was meinst du, was er mir noch erzählt hat? Dass sein Bruder da ist. Du sag mal, bist du dir sicher, dass das ein Schulausflug ist? Mama Danja, ich werde morgen mit dem Bus dahin fahren. Du kannst mich selber zur Schule bringen, wenn du willst. Mr. Fissi hat doch gesagt, dass ich morgen da mit dem Bus hinfahre, oder? Das ist kein Schulausflug, nur weil Mr. Fissi dir sagt, wann die Busse wohin fahren. Nein, das ist ein spezieller Bus. Ja, ein spezieller Bus, das Mama ist mir Danja, vollkommen egal. Du Mama fährst Danja, da morgen du kannst mich ja morgen hier in der Schule ablassen und dann können wir das machen. Ich will aber okay? nicht, dass du dorthin fährst. Wir kennen die doch überhaupt gar nicht. Wer weiß, vielleicht tun die dir dann irgendwas Mama Danja, so. Ich fahre nicht zu dieser Familie Vogel. Ich fahre zu dieser Grundschule. Ja, aber für mich klang die schon ein bisschen komisch am Telefon, muss ich sagen. Also, dass sie ihre Kinder hier alleine einfach herschicken, fand ich schon ein bisschen krass. Ja gut, ich war ja auch schon mal ein bisschen woanders alleine, ne? Ja, aber da habe ich trotzdem jedes Mal Panik bekommen. Ja, okay, aber das ist ein Schulausflug und ich muss meinen Pflichten als Schulsprecher nachgehen. Ich muss meinen Pflichten als Schulsprecher nachgehen. Mach mir das nicht kaputt. Baby Khan, pass auf. Was? Wir verhandeln. Es gibt nichts zu verhandeln. Es gibt was zu verhandeln. Was? Du darfst nach Playmobil City fahren. Okay, wenn? Wenn du dein Zimmer aufräumst, dich um deine Pets kümmerst und vor allem, du musst mir wirklich versprechen, dass dir dort nichts passiert, dass du dich dort nicht streitest und... Okay. Und wo läufst du? Und was? Und du bist vor dem Einbruch der Nacht wieder da. Ja, okay, versprochen. Ja, versprochen. Ne? So, Leute, ihr habt es gehört, es geht nach Playmobil City. So, ich weiß nicht, ob ihr dabei sein könnt oder nicht, aber ich werde das klären. Für uns. Für was auch immer. So, und dann war es das mit diesem Julian Vogel. Und was Baby Claudio damit zu tun hat, müssen wir vielleicht auch nochmal klären. Vielleicht ist das sein Cousin oder so. Mal schauen. Macht's gut. Im Endeffekt ist es jetzt so, ich habe dir was mitzuteilen. Du bist jetzt meine Mama und ich bin dein Kind. Los jetzt! Julian! Hast du gerade das Telefon aus der Hand geschlagen? Ja, auf sorry, dein Zimmer, jetzt! Leute, was mache ich denn jetzt? Hey Leute, Mama Danja hier in der Doppel City. Leute, ich mache mir ein bisschen Sorgen, weil Baby Khan ist doch
dieses komische Playmobil City gefahren. Ich bin jetzt ein bisschen nervös, weil ich halt nicht so richtig weiß, was jetzt dabei rauskommt. Und ich will halt auch nicht, dass sie sich da irgendwas tut oder so, weil ich war dort halt auch noch nicht. Und irgendwie ist mir das alles, ist mir alles sehr suspekt. Und ich meine, ich bin ja auch die Bürgermeisterin und so und ich bin ja auch total interessiert daran, dass wir hier so richtig gute Kontakte knüpfen. Hallo? Überall hin, aber ja. Hallo? Aber ich will halt auch irgendwie, dass es Baby Khan gut geht und ich muss Hallo? Halt, ja, hallo. Wie kann ich dir denn helfen? Hi. Also, du bist doch Mama Danja, oder? Du bist doch die Mutter von Baby Khan. Ja, genau, ich bin hier. Ja, ja, richtig. Oh, okay, dann bin ich an der richtigen Adresse. Also, wer bist stimmt, du denn? Das auch dein Haus. Ich bin's, Julian Vogel von Familie Vogel. Ach, du bist das. Du hast diesen Brief geschrieben, ja? Ja, also es ist, Baby Khan ist auch bei uns in Playmobil City, aber wollen wir vielleicht erstmal rein und wir klären das Ganze? Hey Leute, vielleicht kennt ihr das Roblox-Star-Programm, da sind wir auch Teil von. Ihr könnt einfach, wenn ihr sowieso schon Robux kauft, nachdem ihr das Einverständnis eurer Eltern bekommen habt, hier klicken, den Code Spiel mit eingeben, den hinzufügen und dann unterstützt ihr uns. Was müssen wir denn klären? Wo ist Baby Khan? Warum ist er nicht hier? Ich habe ihm gesagt, er soll bis abends wieder da sein. Warum ist er nicht da? Also, wie du sehen kannst, bin ich ja jetzt da. Und also, wir haben mit Baby Khan gesprochen und wir wollten ja sozusagen den Streit klären. Aber wie ich gemerkt habe, gibt es gar keinen Streit. Und ihm hat es so gut in Playmobil City gefallen. Ja, okay. Gerne. Ja, nur damit du hier drin bleiben kannst, weißt du? Dass ich was? Nur damit du hier drin bleiben kannst, sonst geht die Alarmanlage los. Ja, okay, alles klar. Im Endeffekt ist es jetzt so, ich habe dir was mitzuteilen. Du bist jetzt meine Mama und ich bin dein Kind. Also ich bin jetzt Julian Vogel-Wolke. So war das jetzt nicht gemeint. Ja, aber es ist so, dass Baby Khan ganz gerne in Playmobil City bleiben möchte. Und da haben wir jetzt einfach die Rollen getauscht. Er bleibt jetzt bei Familie Vogel und ich bin bei Familie Wolke. Also eigentlich heiße ich jetzt Julian Wolke. Ne? Das heißt, ich muss eigentlich meinen Namen jetzt hier ändern. Also ich bin jetzt von Familie Wolke. So, siehst du? Julian Wolke, dein Sohn. Wo ist mein Zimmer? Hallöchen. Ich bin's, Julian. Also, wir haben das jetzt ohne unsere Eltern geklärt. Also, ich würde dich auch bitten, nicht bei meinen alten Eltern anzurufen. Ich weiß, ja, okay, dir wird das auch nicht gefallen. Ich rufe da direkt mal. Hallo, nein! Hör auf damit! So, Alter. Du kannst machen, was du willst. Baby Khan ist jetzt Khan Vogel und ich bin jetzt Julian Wolke. Kannst du dich schon mal dran gewöhnen? Wo ist denn mein Zimmer? Julian? Ja? Hat Baby Khan wirklich gesagt, dass er nicht mehr mein Kind sein will? Ja, das hat er nicht direkt gesagt, aber er hat gesagt, er würde gerne in Playmobil City bleiben. Und dann habe ich ihm diesen Rollentausch vorgeschlagen und er war sofort Feuer und Flamme. Und wie lange? Ja, wir dachten erst mal, bis wir 18 sind. Bis hier 18? Du weißt schon, dass du hier nicht alterst? Doch. Nein. Oh, ist das hier mein Zimmer? Hey, kannst du einmal den Namen bitte hier verändern? Da steht Baby Khan, aber da muss Baby Julian jetzt stehen. Julian, ich werde das nicht verändern. Hallo, ich bin dein Sohn und das solltest du jetzt akzeptieren. Kannst du mir ein Pad kaufen? Julian, ich glaube, dass deine Eltern sehr traurig darüber sein werden. Nein, die sind nicht so traurig. Die wissen auch nicht wirklich Bescheid. Boah, ihr habt eine Donutmaschine. Wenn Emma jetzt hier wäre, die wäre richtig neidisch, aber... Wer ich gehöre jetzt zur Familie und nicht Emma. Emma ist meine Schwester, beziehungsweise sie war meine Schwester. Sie ist jetzt die Schwester von Baby Khan. Aber ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, dass Baby Khan nicht mehr hierher will. Ja, konnte ich mir auch nicht vorstellen, aber... Also, guck mal, ihr habt jetzt hier auch so eine heiße Therme. Kannst du mich vielleicht einmal dahin bringen? Also, es wäre ganz gut, wenn wir zur Probe zumindest so einen Tag als Familie versuchen. Ja. Also bin ich auch ein besseres Kind. Ich bin bestimmt das bessere Kind. Also du bist bestimmt ein tolles Kind, Julian, auch wenn du einen komischen Brief hier geschrieben hast. Aber ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, aber mir liegt schon sehr viel an Baby Khan und ich bin eigentlich gar nicht so bereit. Hallo. Du kannst jetzt mal Baby Khan vergessen, das ist nicht mehr dein Sohn. Ich bin dein Sohn. Und Herr Chillig hat mir auch gesagt, dass sein Bruder hier Schulleiter ist. Oh, cooles Auto. Lass mich rein. Ja, komm rein. Ich kann nicht rein. Du musst... Da müsste irgendwo so ein E kommen. Warte. Nein, kommt es nicht. Ich komme hier nicht rein.
Du willst mich nicht in deinem Auto. Jetzt alles warte. Klar, fängt schon mal super an als Familie. So. Kannst, Baby Kahn meinte, dass du so ein Bananenauto hast. Ja, das habe ich auch. Ja, wie wär's damit? Ja, du bist doch gerade schon im Auto, oder nicht? Ja, fahr mich zum Krankenhaus. Guck, du machst deinen Job als Mama ziemlich gut, muss ich sagen. So, und wo bin ich jetzt? So, hier bin ich. Boah, guck mal, da hat jemand ein goldenes Einhorn. Hast du das auch? Kannst du mir eins kaufen? Die kann man nicht einfach so kaufen. Hallöchen, ich bin neu hier in der Stadt. Ich bin Julian Wolke. Hallo, Doktor. Ich bin Julian Wolke. Weißt du, wir haben bei uns in Playmobil City auch so ein riesen Krankenhaus. Hm? Also das hier ein bisschen kleiner, ist aber nicht schlimm. Ja. Dankeschön, so. Dr. Hart. Kannst du mich jetzt bitte zu meiner neuen Schule bringen und mich vorstellen? Tschüss. Julian, ich glaube, deine Eltern werden dich ganz schön vermissen, meinst du nicht? Hm? Nein, denn meine Mama steht gerade vor mir. Hallo. Meinst du nicht, dass... Guck mal, was ich kann. ...deine Geschwister dich vermissen werden? Guck mal, was ich kann. Ja, das kann Baby Kahn auch. Meine alten Geschwister haben jetzt einen neuen Bruder, also ist das gar nicht so schlimm. Komm mit. Boah, kann ich auch so einen Eisdrachen haben? Die gibt's, glaube ich, gar nicht mehr. So, wo ist denn jetzt meine Schule? Hier ist die Schule. Okay. So, ich muss einmal. Hallo? Hallo, kennst du Herr Chillig? Das ist der Schuldirektor. Ja, das ist der Bruder von Herr Chillig. Ja, okay. Ja, also ich wollte nur sagen, genau, dass Baby Kahn jetzt auf der Grundschule in Playmobil City ist und ich bin jetzt hier in Adopt Me City. Mhm. Ja, wir haben gewechselt. Ja, ist kein Problem. Hast du gehört? Auch dieser Mr. Fissi hat damit kein Problem. Aber ich habe damit ein Problem. Ja, aber du bist jetzt meine Mutter und du musst damit klarkommen. Kannst du dich jetzt mal um mich kümmern? Ich kümmere mich doch um dich. Guck mal, wir kannst du mich mal jetzt bitte zum Spielplatz bringen? Nein, ich bringe dich jetzt zu dieser Therme. Oh doch, ich will zum Spielplatz. Ich bringe dich jetzt zu dieser Therme, du willst gerade. Oh ja, das ist auch gut. Das ist auch in Ordnung. Also, pass auf, Julian, ich kümmere mich heute um dich. Das aber ist schön, das freut mich zu hören. Wäre ich ganz froh, wenn wir vielleicht Baby Kahn wiederholen könnten. Juhu! Nein, das kommt nicht in Frage. Wir haben gesagt, nicht vor dem 18. Lebensjahr. Also ich bleib gerne hier. Ich bleib dann in Adopt Me City, ich bin dann dein Kind. Ja, und Baby Kahn kann sich dann mit Emma und Hannah ständig streiten. Ich bleib dann hier. Auch wenn ich sie ein bisschen vermisse tatsächlich. Aber hey, ich kann von meinem Zimmer direkt ins Pool springen. Also bitte, besser geht's doch gar nicht. Das geht bei uns nicht. Das konnte Onkel Stefan bei uns nicht bauen. Oh, die hat eine Katze. Also, kannst du mir auch eine Katze kaufen? Wuhu! Los, spring! Du kannst eine Katze von mir haben, ja. Los, neue Mama, spring! Wuhu! Cool. Boah, hier ist ein Wasserfall. Ist das cool, sage ich dir. Ja, ist es auch. Aber warum bist du denn nicht zusammen mit Baby Kahn zurückgekommen? Warum sollte ich? Er wollte ja nicht. Naja, weil... Ich weiß nicht, ich kann mir nicht so ganz vorstellen, dass Baby Kahn gar keine Lust mehr hatte, hier zu wohnen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass er uns hier einfach so alleine lässt, auch seine ganzen Pets. Tja, weißt du? Ist, wie es ist. Ich bin echt enttäuscht von ihm, muss ich sagen. Boah, guck mal, ich kann hier runterspringen. Wuhu! Au, au, au. Warum kann ich denn nicht hier durch? Au. Wuhu! Oh, also ich muss schon sagen, der Aquapark in Playmobil City ist zwar ein bisschen cooler, aber der ist auch in Ordnung. So, Mama, ich bin jetzt müde. Können wir nach Hause? Ich habe gehört, Baby Kahn meinte zu mir, er hat einen Gaming-PC. Stimmt das? Ja. Ich würde gerne ein bisschen Fortnite spielen. Nein. Ich gehe jetzt nach Hause. Oh mein Gott. Ich hätte niemals gedacht, dass ich das sage, aber ich freue mich, nach Hause zu gehen. Weil ich muss mich nicht mit meinen Geschwistern streiten. Ich bin jetzt alleine zu Hause. Jetzt fehlt nur noch ein Pad. Oh, ist das cool. Mama Danja, wo bist du? Ich komme. Du bist ja gar nicht begeistert. Nee, ich muss auch sagen, ich bin nicht so ganz begeistert. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich wütend auf Baby Kahn. Ja, aber im Endeffekt hast du doch noch einen Sohn. Ich bin dein Sohn. Aber ich kenne dich doch gar nicht, Julian. Ich bin dein Sohn, ich bin dein Sohn, ich bin dein Sohn. Habe ich eigentlich auch ein Haus hier in der Adopt Me City jetzt? Nein, hast du nicht. Schade. Das Haus also ich habe ja. Ja, stopp, nein. Dann ist es jetzt mein Haus. Oh, ist das cool? Ich habe. Ja, doch, es ist jetzt mein Haus. Nein, du kannst nicht einfach das Haus gehört Baby Kahn. Das habe ich Baby Kahn geschenkt. Ja und, aber Baby Kahn ist nicht mehr da. Daran solltest du dich gewöhnen. Ich kann dir doch auch ein Haus schenken. Aber nein, ich möchte dieses Haus. So. Coole Sache. Ich habe jetzt so ein Gaming-Zimmer. Cool.
Oh, ich habe hier auch Donuts. Leute, ich weiß nicht so richtig, was ich dazu jetzt sagen soll. Also, klar, Julian ist auch ein nettes Kind und so, aber ich glaube, ich rufe jetzt mal diese Claudia Vogel an, weil das funktioniert doch so nicht. So, ich muss kurz meiner neuen Mutter davon erzählen. Also ich muss auch sagen, bisher die neue Mama ist gar nicht so schlecht. Also meine Mama, die war immer viel strenger. Ich durfte nichts machen, aber bei ihr habe ich das Gefühl, darf ich ganz viel machen. Das ist schön. Ja, hallo, hier ist nochmal Mama Daniel. Ja, es tut mir leid, dass ich letztens bei dem Gespräch so aufbrausend. Wisst ihr, was auch super ist? Der große Julian ist nicht da. Nein, also es geht darum, dass hier, also ihr Kind ist jetzt momentan hier und mein Kind ist anscheinend bei Ihnen und die wollen jetzt irgendwie so einen Rollentausch machen. Nein. Da. Also Julian denkt, dass das jetzt bis er 18 ist, so ist. Aber hier in Adopt Me City Hallo. Wird man gar nicht älter. Mit wem telefonierst du? Mit deiner Mutter. Hier wird Hallo, gar nicht nein, älter. Das ist meine alte Mutter. Ich habe mit ihr nichts mehr zu tun. Und ich wollte. Du bist jetzt meine Mama. Ich glaube, wir sollten Los, auflegen! Dringend mal treffen und. Los jetzt! Julian! Hast du gerade das Telefon aus der Hand geschlagen? Ja, auf sorry, dein Zimmer, jetzt! Okay, gut. Guck, das macht eine Mama. Sie schickt mich aufs Zimmer. Guck, du bist schon meine Mama. Du willst es zwar nicht wahrhaben, aber es ist so. Ich verstehe gar nichts mehr. So. Ich bin traurig. Du musst das hier, du musst aber den Namen noch anpassen. Ich bin echt traurig, dass Baby Khan uns einfach. Also auch seine ganzen Haustiere, die kann er doch nicht mitnehmen nach Playmobil City. Ach so, doch, da hat er auch eine Lösung. Er hat sie alle mitgenommen. Die fühlen sich auch da wohl. Weil wir haben eine riesige Luxusvilla und wir haben auch Haustiere und die kommen super klar. Okay. Oh, das ist der Gaming-PC, ne? Boah, der sieht richtig cool aus. Ich freue mich schon, wenn du mir meine ersten Pets holst. Da freue ich mich so richtig. Was willst du denn für ein Pet? Weiß ich nicht, ein Einhorn vielleicht oder ein Drachen? Na, sowas kann ich dir nicht anbieten. Ein Drache wäre schön. Kann ich dir nicht anbieten, aber eine Katze könnte ich dir geben. Ja, ist auch okay. Baby, kann ich einen Drachen dir geben? Ja, ich freue mich richtig. Ich bin jetzt in Adopt Me City. Ich dachte, das wäre hier gar nicht so schön, aber das ist sogar teilweise schöner als in Playmobil City. Wo bist du denn, Julian? Ich habe gesagt, du sollst in dein Zimmer gehen. Ja, aber ich dachte, das Zimmer ist mein ganzes Haus. Daran wirst du dich schon gewöhnen, dass ich nicht immer drauf höre. So, Leute, ich bin jetzt da. Julian Wolke. Und daran solltet ihr euch gewöhnen. Und Mama Danja ist meine neue Mama. Leute, was mache ich denn jetzt? Und ich schlafe jetzt auf dem Pool. Gute Nacht. Ciao. Baby Khan, ich muss mit dir reden. Also pass auf, es ist so... Emma und ich sind beide ziemlich genervt von dir. Und ich vermisse ja, meinen Bruder auch. Und also, du bist zwar auch... Ja, aber ich bin doch jetzt, dein Bruder. Du brauchst deinen Bruder nicht zu vermissen. Nein, du bist nicht mein Bruder. Hey Leute, also hier ist Hannah und... Naja, vielleicht kennt ihr mich noch. Ich bin Hannah Vogel. Also, ihr solltet mich auf jeden Fall kennen. Ich weiß gar nicht, was ich hier überhaupt mache. Wer ist denn diese Anna? Nein, ich will nicht adoptiert werden. Ich habe schon eine Familie. Vielen Dank. Auf jeden Fall, naja, also, vielleicht wisst ihr das ja, aber mein Bruder Julian wohnt jetzt hier in Adopt Me City. Und ich bin damit nicht ganz so zufrieden, weil er hat uns einfach diesen komischen Baby Khan dagelassen. Und er ist total anstrengend. Also, er ist so ein bisschen wie Julian. Aber Julian ist halt mein Bruder und deshalb stört er mich gar nicht so sehr wie dieser Baby Khan. Versteht ihr das? Naja, und jetzt ist es mir halt wichtig, Baby Khan wieder hier hinzubringen und vielleicht habe ich ihn unter einem Vorwand hierher gelockt. Und ich will einfach nur meinen Bruder wieder haben. Und ich will einfach nur, dass wieder alles ist wie vorher. Also nicht unbedingt ganz wie vorher. Vielleicht können wir ja ab und zu mal hierher in den Urlaub fahren. Habe ich ja sowieso schon gesagt. Leute, mir geht schon viel besser. Ich glaube auch, dass unsere Eltern gar nicht so glücklich sind darüber. Wo bleibt denn jetzt diese Hannah? Also, meine Schwester. Leute, ihr habt es vielleicht auch gar nicht mitbekommen. Erstmal hallo. Ich war in letzter Zeit in Playmobil City und ich bin jetzt dahin gezogen. Ich habe eine neue Familie. Ich bin jetzt Kahnvogel. Hannah? Da bist hi, du ja endlich. Hi. Können wir jetzt meine Sachen bitte aus der Schule abholen? Mir geht's schon besser. Also... Mir war ein bisschen schlecht und so und ich glaube, ich habe in Playmobil City in der falschen... ich habe ja bei Mario ein bisschen Pizza gegessen und ich glaube, das war nicht so gut. Also Baby die von Ramsay, die gefällt mir besser. Also ich bin ja nicht ganz sicher, ob der Name Vogel so gut zu dir passt. Oh doch. Ciao. Doch. Also können wir jetzt kurz meine Ordner noch aus der Schule abholen und dann wieder Baby zurückfahren? Khan, niemand hat deine Sachen in die Schule gebracht.
Wie meinst du das? Aber du hast doch gesagt, Herr Chillig hat gesagt, dass ich meine Sachen hier abholen kann. Ja, aber dass meine Mama die hier hingebracht hat. Nein, das stimmt leider gar nicht. Also meine alte Mama. Das stimmt nicht. Oh, guck mal, Billie Eilish und Selena Gomez sind hier. Oh, die höre ich gerne, die sind cool. Ja, also du kannst ja gerne hier bleiben, aber ich will jetzt zurück nach Playmobil City. Ich hole jetzt meine Sachen. Baby, warte, ich kläre das kurz mit Mr. Fissi. Deine Sachen sind da nicht, Baby Khan. Hm? Hä, wieso? Du veräppelst mich doch. Hallo, Mr. Fissi. Also meine Mama hat wohl ein paar Sachen hier vorbeigebracht. Wo sind die? Also meine alte Mama. Wie, nein. Hä, wieso denn nicht? Aber Hannah hat gesagt, hier sind ein paar Sachen von mir und... Wie, sie wissen von nichts. Ja, gut, dann gehen Sie jetzt nach Hause. Sie haben ein Date? Sie? Gut, okay. Shane, hast du meine Mama gesehen? Schon seit ein paar Tagen, nicht? Okay. Hannah? Komm doch bitte wieder raus, Babykan. Ja, sehr Hannah, gut. Also, ich wollte es also dir meine ja Sachen sind sagen. Nicht hier. Wie machen wir das denn jetzt? Kannst du die bitte abholen? Weil ich möchte meine alte Mama nicht sehen, weil sonst fängt sie an zu weinen und so. Und wir haben mit Julian eigentlich gesagt, bis zu unserem 18. Lebensjahr wollen wir keinen Kontakt mehr haben. Babykan, ich muss mit dir reden. Also, pass auf. Es ist so, Emma und ich sind beide ziemlich genervt von dir. Und du weißt ja auch, okay. Also, wir haben ja auch Haustiere und die vermissen Hannah, sorry, dass ich dich unterbreche, aber wenn wir schon mal hier sind, können wir zumindest auf dem Spielplatz? Weil der in Playmobil City ist ja gerade gesperrt. Ja, können wir. Aber Baby Khan, erzähl weiter. Also, deine Mama hat meine Mama angerufen und sie war ziemlich fertig. Und unsere beiden Eltern finden das ziemlich blöd, dass ihr einfach getauscht habt. Und ich vermisse meinen Bruder auch. Und also, du bist zwar auch... Ja, aber ich bin doch jetzt dein Bruder. Du brauchst deinen Bruder nicht zu vermissen. Nein, du bist nicht mein Bruder. Okay. Also, wenn du das sagst, aber... Also, sorry. Ich wohne jetzt in Playmobil City. Nein, ihr habt das einfach entschieden. Und wir finden das doof. Wir wollen ja, aber was willst du denn jetzt damit sagen? Ich möchte, dass du wieder... Naja, nach... Was? Adopt Me City ziehst. Und ja, und was soll mit Julian dann werden? Na, der zieht ich glaube nicht, zu dass Mama dann ja auf uns beide aufpassen kann. Und weißt du, ich finde Emma ganz nett und dich eigentlich auch, aber... Ja, aber Baby kann. Weißt du, ich habe mich jetzt auch mit diesem großen Julian angefreundet und ich verstehe gar nicht, warum Julian so ein Problem mit dem hat. Und Steve mag ich zum Beispiel gar nicht, den besten Freund von Julian. Ja, aber auch Steve vermisst auch Julian. Aber weißt du, Baby Khan... Es kann nicht sein, dass ihr sowas einfach ohne alle anderen entscheidet. Ich meine, deine Mama vermisst dich doch auch total. Sie hat angerufen und war total fertig, hat Mama gesagt. Ja, gut, okay, aber das ist halt manchmal so. Eine Veränderung ist manchmal nicht ganz so einfach. Aber du, hast du wirklich ohne Probleme deine Mama verlassen? Hm? Ja, findest also einfach, okay? einfach war das nicht, aber... Julia meinte, sie kommt schon damit klar, weil er hat das wohl öfters gemacht und das war wohl nicht so schlimm, wenn er von zu Hause weg war. Weißt du was? Ich gehe jetzt alleine in das Haus und hol mir meine Sachen ab. Mach das doch bitte nicht, Du kannst Baby gerne Khan. Mitkommen. Du kannst gerne mitkommen. Baby Khan! Was? Mann, das kann doch einfach nicht sein. Ich habe dir gesagt, nein. Das hast du aber nicht zu entscheiden. Wer denn sonst? Meine Julia Mama. Und die ist gerade in Playmobil City. Baby Khan, bleib stehen! Was ist? Du kannst da jetzt nicht einfach reingehen. Du solltest Nein, du solltest dir eine Entschuldigung zurechtlegen und dann solltest du wieder bei deiner Mama einziehen. Nicht anziehen, einziehen. Pass auf, sie ist bestimmt sowieso nicht zu Hause. Guck, warte. Hallo? Ist jemand zu Hause? Hallo? Siehst du, sie ist noch nicht mal da. Du kannst ruhig reinkommen. Siehst du? Guck, wenn sie mich vermissen würde, dann würde sie nach mir suchen, aber das macht sie ja auch nicht. Ja, aber vielleicht sucht sie gerade nach dir. Was? Sie würde doch nicht hier nach dir suchen. Ja, ich wette mit dir, sie hat schon mein Zimmer bereits umgestaltet für Julian. Ne? Meinst du? Ja, aber ich muss noch ein paar Sachen für Zoe abholen. Also ich brauche eigentlich das Bett und alles andere. Und siehst du, guck hier. Oh, okay, also ich dachte, da steht jetzt Baby Julian und nicht Baby Khan. Also ich sehe auch, dass das Zimmer an? So bitte geblieben ist. Setz dich doch einmal da auf den Stuhl und dann erzähl mir davon, wie sich das anfühlt. Also ich fühle mich wie zu Hause, muss ich ehrlicherweise sagen. Also es fühlt sich an wie mein Zuhause, weil es war ja früher mein Zuhause. Und ja. Könnt ihr das verstehen, Leute? Also, aber ich bin jetzt in Playmobil City. Ich bin jetzt fester Bestandteil von Playmobil City. Aber... So,
Was ist denn, wenn du öfter mal zu uns zu Besuch kommst und wir öfter mal hierher zu Besuch kommen? Ja, aber ich bin ja jetzt dein Bruder, das wäre ja nicht so cool. Aber mein Bruder ist Julian Babykahn und da wird sich auch nichts dran ändern. Aber wieso? Also, weil er einfach mein Bruder ist. Aber findest du das, also, denkst du nicht, dass dieser Rollentausch eigentlich eine gute Idee von mir und Julian war? Weißt also, ich habe das Gefühl, Julian und ich, wir sind so Seelenverwandte, verstehst du? Wir haben genau den gleichen Humor. Nachdem wir unseren Streit geklärt haben, dachte ich, der ist mein Zwilling. Ja, ihr seid euch auch echt gruselig ähnlich, muss ich sagen. Aber ja, ich also. Finde trotzdem, nein, ich finde trotzdem, dass ihr wieder in eure ursprünglichen okay. Häuser zurückkehren solltet. Okay, gut. Hannah, wir machen jetzt Folgendes. Was? Wir machen jetzt Folgendes. Ich warte jetzt noch 10 Minuten hier. Du kannst ja schon mal zurück nach Playmobil City fahren. Und wenn Mama Danja in 10 Minuten nicht zu Hause ist und mir erklärt, dass sie mich vermisst hat, oder ich das Gefühl habe, dass sie mich vermisst hat, dann komme ich nicht mehr zurück. Dann bleibe ich hier und ich bin und bleibe ihr Sohn. Aber ich möchte das jetzt auch selber einmal merken. Okay. Okay? Okay. Dann gehe ich jetzt. Hanna? Ja, ja, ich gehe. Gut. Sonst sehen wir uns heute aber Abend, okay? Ich hoffe nicht. Ja, Baby Khan, viel Glück. Ja, danke. So. Also. Ich meine, wenn Mama Danja mich wirklich als Sohn haben will und dieser Rollentausch ihr gar nicht gefällt. Also ich finde schon ein bisschen komisch, dass sie das Zimmer noch nicht umgestaltet hat, weil normalerweise wollte das Baby, also Julian wollte das direkt haben, aber ich warte jetzt einfach hier. Ich warte jetzt oben in meinem Zimmer und vielleicht merke ich ja ein bisschen, dass sie mich vermisst hat. Weil wenn ich das merke, okay, dann habe ich es verstanden und dann war dieser Rollentausch ein Fehler von mir. Hallo Fiona. Ja, was ist mit dir denn los? Oh, oh. Ich höre schon Mama Danja. Keine Ahnung, wo Julian schon wieder ist. Ich gehe davon aus, der ist auf dem Spielplatz oder so. Der hört so schlecht. Ich höre sie. Ich höre sie. Oh Mann. Nein, Fiona, komm, du kannst hier trinken, einen Schluck. Und danach gehst du bitte schlafen, Fiona. Oh, ist das langweilig. Ich glaube, ich gucke ein bisschen Fernsehen. Hey Julian, was willst du heute? Oh! Baby hallo. Khan, bist du es wirklich? Hallo, ja, Frau Danja. Wohnst du jetzt wieder hier? Bist du jetzt wieder mein Kind? Ich hab die so vermisst, Baby Khan, wirklich. Es tut mir so leid. Ich weiß überhaupt nicht, was ich falsch gemacht habe, dass du dir gedacht hast, du musst ausziehen. Aber ich war so geschockt, dass du einfach gesagt hast, du hast gar keine Lust mehr, mit mir zusammen zu wohnen. Und jetzt war ich so fertig und jetzt stehst du einfach hier. Okay, ich gehe davon aus, dass du mich vermisst hast. Hab ich ja. das richtig verstanden? Natürlich habe ich dich vermisst. Du kannst doch nicht. Gehst du davon aus, dass du einfach gehst und mir sagst, du kommst jahrelang nicht wieder hierher und ich hab dich nicht vermisst? Hast du mich nicht vermisst? Ja, aber ich hab doch Julian geschickt. Ja, aber Julian ist doch nie, bist doch nicht du. Ja, aber er ist so wie ich. Na, aber er ist doch trotzdem nicht du. Okay, Mama Danja, hast du mich wirklich vermisst? Natürlich hab ich dich vermisst. Okay, natürlich bleibe ich hier. Weißt du, Hannah hat mich jetzt hier hingebracht, weil sie meinte, dass sie auch Julian vermisst hat und obwohl die ja, sich immer streiten. Ja, das ist, glaube ich, wirklich ein ganz nettes Mädchen, diese Hannah. Also wirklich, die ist ganz so ein nettes Mädchen. Ja, ich glaube auch, oder Leute? Und sie meinte, dass du mich auch vermisst hast und sie angerufen hast, stimmt das? Ja, das stimmt. Mama Danja, es tut mir leid, ich dachte, dieser Rollentausch wäre eine gute Idee. Ich muss schon sagen, ich war sehr verletzt, aber am schlimmsten war es eigentlich... Nein, also ich dachte, ich schicke dir Julian und dann bleibe ich bei Familie Vogel und dann bin ich Kahnvogel, verstehst du? Ja, und Julian dachte das auch, aber weißt du, Julian hat auch super viele Geschwister und die haben auch ihren Bruder vermisst. Ja, ich habe es auch ein bisschen gemerkt, weil die kleine Schwester, diese Emma, die war richtig traurig irgendwie. Ja. Also das habe ich schon gemerkt. Ja, es ist auch aber nicht gut, so einfach. Aber, Familie aber ist gut, Familie. Gut, Mama Danja, ich weiß, ich mache viel Mist und Ärger in letzter Zeit, aber ich hab's verstanden. Du hast mich vermisst und ehrlicherweise habe ich dich auch voll vermisst. Aber ich wollte es nicht zugeben, weißt du? Weil Familie Danke. Vogel war auch ganz nett. Ja, das glaube ich dir auch, dass Familie Vogel auch nett war. Und wir können uns ja auch gegenseitig immer besuchen, das ist ja kein Problem. Ja, können wir das bitte einmal im Monat machen, bitte? Ja, das können wir machen. Wir können okay, einmal gut. im Monat Familie Vogel besuchen. Oder Familie Vogel kommt hierher. Aber es geht nicht, dass ihr einfach entscheidet, dass ihr... Ja, ich weiß. Aber Julian und ich, wir sind halt so wie Zwillinge, habe ich das Gefühl. Ja, ich fand's auch ein bisschen gruselig, wie ähnlich ihr euch seid. Aber
Aber ist Mama Danja... Julian ist nicht Baby Khan. Ja, das stimmt. Und Baby Khan ist nicht Julian. Also, richtig. Mama Danja, danke. Also, ich weiß, ich bin manchmal ein ziemlich blödes Baby, aber danke. Nein, bist du nicht. Und jetzt will ich in meinem Bett. Willst du einen Donut? Leute, ich glaube... Nein, danke. Okay. Morgen vielleicht. Leute, ich glaube, das war ein Riesenfehler, oder? Typisch wieder Baby Khan. Oder auch typisch Julian Vogel. Aber das reicht jetzt erstmal. Julian bleibt in Playmobil City und ich in Adopt Me City. So sieht's aus. Macht's gut. Tschüss!